Aber nachdem ihr das erste Mal den Müll durchsucht habt, weil euch aufgefallen ist, dass dieses kleine Teil eine Antenne und kein Gussgrat ist, passiert euch das definitiv kein zweites Mal. Moin Moin und hallo, ich bin Dennis und das hier ist Deist. Ich freue mich natürlich ungemein wieder, dass ihr zur mittlerweile 8. Folge von Deist reingeschaltet habt. Und da fällt mir gerade auf 8 Folgen. Das heißt, es gibt Deist jetzt schon 2 Monate in Folge hier auf Rocket Beans TV und die Bohnen habe ich noch nicht abgesetzt. Das finde ich gut, das freut mich und es freut mich, dass ihr immer wieder einschaltet. Und dann müsst ihr bitte auch dafür sorgen, dass ich weiterhin diesen Sendeplatz halte und hier bleibe. Ja. Heute bin ich wieder in meiner Mission unterwegs gewesen, um das Tabletop-Hobby Leuten näher zu bringen. Und deswegen zeige ich euch das Zwei-Spieler-Starter-Set von Infinity the Game namens Operation Ice Storm. Außerdem bemalen wir heute weiße Rüstung und ein bisschen Gold. Das könnte euch vielleicht bei der einen oder anderen Figur helfen. Aber bevor wir mit all dem starten, machen wir das, was wir am Anfang jeder Dice-Folge machen. Und zwar kommen Linus aus Lissene. Ich bin Batman. Und wer mir das nicht glaubt, sollte sich mal Night Models anschauen. Der spanische Hersteller hat nämlich die Lizenzen für Original-Batman-Figuren und mehr. Sie sind etwas größer als die üblichen Figuren, die man kennt, bestechen aber durch ihr hübsches Design und das Spiel rund um den Flattermann soll ja auch ganz gut sein. Bei Puppet Wars wird es glitschig. Die kleine Firma hat jetzt den Arachnoid Prime und 3 Arachnoid released. Das sind irgendwie an Zerg erinnerte käferartige Spinntiere, die irgendwie eklig sind. Ein eigenes Spiel gibt es für die Jungs nicht, aber wer Warhammer 40.000 spielt, wüsste schon, für welche Fraktion man die verwenden könnte. Die kleine Firma Heer 46 hat nicht nur einen Chef mit dem sehr charismatischen Namen Dennis, sondern hat jetzt auch eine Indiegogo-Kampagne am Start. In dieser geht es um Tabletop-Figuren aus dem Zweiten Weltkrieg und um, richtig korrekt zu sein, deutsche Truppen in Kharkov im Jahre 1943. Die Kampagne läuft noch und ich persönlich hoffe ja, dass sie das Stretch-Goal von 6.800 Euro erreichen. Dann gibt es nämlich einen Pferdeschlitten dazu. In den letzten Folgen von Deist habe ich euch die drei wichtigen Grundmaltechniken beigebracht. Das Trockenbürsten, das Waschen und das Schichten. Für das nächste Tutorial wäre es ganz gut, wenn ihr die drei Techniken beherrscht, beziehungsweise wenn ihr überhaupt zumindest wisst, wovon ich rede. Denn ich bemale heute weiße Rüstung. Warum mache ich denn gerade eine weiße Rüstung? Also erst einmal könnt ihr diese Maltechnik, die ich heute zeige, auf jede weitere Rüstung einfach ganz locker übertragen, wenn ihr einfach andere Farben benutzt. Und außerdem ist Weiß eine wirklich sehr, sehr schwierige Farbe, an der viele Leute Probleme haben. Und ich weiß, dass viele Leute auch wirklich weiß malen wollen, vor allem auch auf glatten Flächen. Und deswegen finde ich, passt das jetzt eigentlich ganz gut. Natürlich ist das nicht die ultimative Technik, wie man weiß bemalt. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Wege. Aber das ist zumindest eine Technik, die ich so ein bisschen ausprobiert habe und die ziemlich schöne Ergebnisse liefert. Und außerdem geht sie natürlich wie immer äußerst schnell. Das ist die Figur, um die es geht. Und wie ihr seht, ist der Umhang schon bemalt in einem schönen Rosa. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich kann euch nur eins sagen, der wurde durch Schichttechnik in diesen Zustand gebracht. So, als allererstes beginnen wir bei der Grundierung. Und zwar habe ich die Figur weiß grundiert. Das liegt einfach daran, dass wir viele helle Flächen haben und helle Farben selten so gut decken. Deswegen die paar dunklen Farben, wie zum Beispiel das Metall, habe ich nachträglich in Schwarz gemalt. Deswegen fangen wir auch als allererstes mit dem Kettenhemd an, denn das Kettenhemd ist in Schwarz bemalt und wird jetzt in Silber gebürstet. Und das mache ich immer als allererstes, bevor ich überhaupt die anderen Flächen bemale, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Bürsttechnik eine sehr unsaubere Technik ist und man dadurch einfach sehr stark Gefahr läuft, überzumalen. Und ich möchte mir die Arbeit nicht 5-mal machen, die ich vorher gemacht habe. Trockenbürsten kennt ihr aus einer unserer vergangenen Folgen. Das wird unten eingeblendet, wo ihr das sehen könnt. Wie man sieht, es ist nicht wirklich sehr sauber. Das heißt, ich male ziemlich stark über. Aber da die Figur noch nicht bemalt ist, ist das gar nicht so wild. Als nächstes bemalen wir die Rüstungsplatten. Und zwar habe ich mir dafür ein, ja, es ist kein richtiges Weiß, es ist aber auch kein Grau. Es ist ein bisschen cremefarben oder Porzellan. Wir haben darüber diskutiert, wie man diese Farbart nennen kann. Aber tatsächlich so Creme oder Porzellan passt dazu. Und die habe ich tatsächlich ziemlich stark mit Wasser verdünnt. Wie man sieht, die ist recht dünn. Und damit gehe ich halt über die ganzen Platten, über die ganzen Rüstungsplatten rüber. Denn das wird unsere Grundfarbe für die weiße Rüstung werden. Um die Highlights der Rüstung zu setzen, muss ich mir erstmal überlegen, habe ich runde und habe ich eckige Übergänge. Also eckige Übergänge wie das hier zum Beispiel, wo nachher die Trennung sehr stark sein muss. Oder habe ich weiche Übergänge wie zum Beispiel hier an der Brust oder hier unten.
wo man die Trennung nicht so stark machen muss, aber eine gewisse Schattierung einbauen muss. Deswegen werde ich als allererstes die runden Schattierung setzen. Dafür nehme ich eine Knochenfarbe, die ich stark verdünne und trage sie dort halt auf. Das ist natürlich auch stark verdünnt, damit die Farbe einfach nicht zu stark ist, weil wenn wir ein Weiß haben wollen, dann sollte die dunkelste Farbe nicht wirklich richtig gelb sein, sondern schon in die Weißregion weiter hingehen. An diesen Stellen hier mache ich das natürlich nicht, weil die einzelnen Lamellen ziemlich harte Übergänge liefern und da werde ich gleich mit dem Blacklining ran. Das Blacklining ist eigentlich ziemlich einfach und zwar, wie der Name sagt, ziehen wir einfach schwarze Linien und zwar nehme ich meistens ein stark verdünntes Schwarz, man kann auch gerne ein Wash oder sonstiges in dieser Art nehmen, einen sehr, sehr dünnen Pinsel, mit dieser Spitze zum Beispiel, und malt in den Vertiefungen oder beziehungsweise in den Stellen, wo einzelne Rüstungsteile ineinander gehen oder aufeinander liegen. Dort malt man das rein. Dafür empfehle ich auch immer eine sehr dünne Farbe, denn die gleicht die eigenen Nichtfähigkeiten immer sehr gut aus, weil die dadurch automatisch in die Vertiefung reinläuft. Je stärker man diesen Übergang haben möchte, desto häufiger sollte man das machen. Man kann natürlich aber auch das Schwarz weniger doll verdünnen. Wenn man diesen Comic-Look nicht mag, der dadurch entsteht, sollte man das Blacklining auch nicht so stark setzen. Das Schöne ist allerdings, dass dieser Effekt ziemlich einfach ist, wenn man einen guten Pinsel hat. Das ist wirklich wichtig, dass man einen dünnen, guten Pinsel hat. Wenn man jetzt ein bisschen übermalt, ist das gar nicht schlimm, weil wir danach noch die Erhellung in Weiß nochmal nachziehen. Der nächste Schritt ist das, was ich gerade schon sagte. Und zwar nehmen wir uns ein Weiß, und zwar ein richtig schlohweißes, helles, knalliges Weiß. Ich mag es gern, wenn die dann weniger glänzen und ein bisschen matter sind. Und bemalen alle Kanten in richtig hellem Weiß. Da muss man ein klein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, denn je dicker der Strich ist, desto comichafter und unsauberer sieht das dann auch aus. Wie bei mir zum Beispiel. Kann man auch wunderbar zum Beispiel bei anderen Rüstungen, weiß ich nicht, bei Space Marine zum Beispiel reinsetzen. Überall dort, wo man viele glatte Flächen hat und unterschiedliche Platten aufeinander treffen. Zugegebenermaßen ist dies richtig schwer gerade für mich so zu malen in dieser Pose, damit ihr auch was sehen könnt. Aber so kann auf jeden Fall das Endergebnis aussehen. Als allerletztes werden nur noch die Verzierungen der Rüstung in einem ganz normalen Gold bemalt. Ich mag da immer ein etwas dunkleres Gold und das trage ich meistens auch unverdünnt auf. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Gold so schlecht deckt. Also ich habe selten ein Gold gefunden, das gut deckt. So, ich hoffe, das hat euch ein klein wenig geholfen, Weiß zu bemalen. Ihr müsst natürlich gucken, was für eine Art von Weiß wollt ihr. Ich finde es ja immer schön, wenn es sehr matt ist, deswegen benutze ich da meistens Farben von Duncan. Wenn ihr aber natürlich wollt, dass das Weiß richtig schön glänzt, müsst ihr mal schauen, es gibt unterschiedliche Farben, die unterschiedlich stark glänzen. Zum Beispiel die von Vallejo oder von Games Workshop, die glänzen einigermaßen stark. Oder ihr benutzt tatsächlich einen Glanzlack, um das Weiß nochmal ein bisschen kräftiger und glänzender zu machen. Solltet ihr mein Bemaltutorial benutzt haben und da richtig tolle Ergebnisse bei rumgekommen sein, würde es mich freuen, wenn ihr mir per Facebook einfach mal ein paar Bilder davon schickt. In Folge 3 habe ich euch in einem kleinen Rundumblick auch das Spiel Infinity the Game gezeigt und es als Schwergewicht betitelt. Und ja, Infinity ist ein äußerst komplexes Spiel, aber dafür sind die Kämpfe unglaublich intensiv und sehr taktisch, fast schon wie in einem Actionfilm. Und falls ihr euch so gar nichts darunter vorstellen könnt, dann sei euch doch einfach mal zur Erklärung gesagt, Infinity spielt sich wie XCOM, nur analog. Aber wie fängt man so ein Spiel am besten und vor allem kostengünstig an? Wenn man jetzt nicht unbedingt den besten Kontakt oder den engsten Kontakt zum Tabletop-Hobby bisher hatte, dann wird man manchmal doch ein bisschen erschlagen, wenn man reingucken möchte und sieht, was man alles braucht. Also ein Maßband braucht man, eine Spielplatte, man braucht Figuren, man braucht Würfel, man braucht Gelände, eine Spielplatte hatte ich schon und vor allem Regelbücher. Und die Regelbücher sind ja oft doch ganz schön sperrig geschrieben. Corvus Belli ist die Firma hinter Infinity the Game und die haben sich über dieses Problem so einige Gedanken gemacht und deswegen die Zwei-Spieler-Starterbox mit dem Namen Operation Icedom rausgebracht. Der Vorteil an dieser Box ist, dass nicht nur alles, was man braucht, da drin ist, sondern auch, dass die Regeln, die dort enthalten sind, einem das Spiel auf eine sehr einfache und vor allem verständliche Art näher bringen. Infinity ging letztes Jahr in die dritte Regeledition und um das zu feiern, erschien die Box Operation Icedom, die nicht nur eine Menge fürs Geld bietet, sondern sich vor allem an Neueinsteiger in das System richtet. Dass in dem Set so viel drin sein soll, mag man im ersten Moment überhaupt gar nicht glauben, denn die Box ist doch schon recht kompakt gehalten. Andersrum.
Trotz der bescheidenen Größe besticht die Box durch ihr schönes Design. Das Cover ziert ein Bild im Manga-Stil, welches vom Aufbau her fast schon an ein Filmplakat erinnert. Daher würde es mich auf keinen Fall wundern, wenn irgendjemand das Spiel im Regal als Lizenzprodukt für irgendein Anime halten würde. Ist ja auch alles dabei. Exosuits, Waffen, Explosionen, bunte Haare, dicke... Kommen wir nun endlich zum Inhalt. In der Box enthalten sind zwei spielbare Fraktionen mit jeweils 7 Miniaturen, ein großes Regelbuch, 6 Würfel, ein Faltposter als Spielunterlage, 10 Gebäude aus Pappe, Spielmarker und Schablonen. Das Wichtigste schauen wir uns natürlich als erstes an, die Figuren. Wie schon gesagt, beinhaltet die Box 14 unbemalte Figuren. 7 für die Fraktion der Nomads und 7 für Pan-Oceania. Die Minis sind komplett aus Metall und äußerst filigran gestaltet. Tatsächlich zeigt sich hier mal wieder, dass Corvus Belli ganz oben mitspielt, wenn es um Details und Qualität von Figuren geht. Das hat allerdings auch seinen Preis. Die Figuren bestehen nämlich aus enorm vielen Teilen. Diese müssen erst einmal mit einer Zange von den Gussnasen getrennt und von einigen wenigen Gussgraten befreit werden. Etwas fitzelig ist das Ganze schon, denn einige der Teile sind doch ganz schön klein. Aber nachdem ihr das erste Mal den Müll durchsucht habt, weil euch aufgefallen ist, dass dieses kleine Teil eine Antenne und kein Gussgrat ist, passiert euch das definitiv kein zweites Mal. Im Gegensatz zum Artwork sind die Figuren von Infinity gar nicht mehr so animeartig, sondern fast schon realistisch gehalten. Das liegt unter anderem an den Proportionen. Während Miniaturen anderer Hersteller oft große Köpfe, riesige Hände und überdimensionierte Waffen tragen, sind hier die Proportionen im sehr realistischen Maße gehalten. Das führt unter anderem dazu, dass die Figuren etwas kleiner wirken als bei den anderen Herstellern. Es fällt aber schon auf, dass das Team von Corvus Belli sich Gedanken um Anatomie und realistische Positionen macht. Natürlich kann man immer nur eine Momentaufnahme einer Bewegung zeigen, aber die Haltung der Figuren wirken sehr glaubhaft und lebendig, da der ganze Körper auf die Bewegung reagiert. Ganz im Gegensatz zu den hüftsteifen Positionen anderer Space Marines Hersteller. Fast all diese Figuren kann man auch in den regulären Fraktionsstarterboxen kaufen, mit Ausnahme der Reverend Healer von den Nomads und dem Father Knight von Pan-Oceania. Diese beiden sind nämlich leider exklusiv nur in der Operation Icedom Box verfügbar. Das Regelbuch wirkt auf den ersten Blick äußerst dick. Beim zweiten Hinschauen halbiert sich die Seitenzahl aber, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Regelbuch beinhaltet, wie jede gute Elektro-Gebrauchsanleitung, mehrere Sprachen. In meiner Version waren das zum Beispiel Englisch und Spanisch, es gibt aber auch Boxen mit deutschen und englischen Regeln. Also gut beim Kauf darauf achten, was ihr denn dort in die Hand nehmt. Die Aufmachung des Buches ist sehr gut gemacht und vor allem sehr verständlich, denn man lernt das System während des Spielens direkt, wodurch die Lernkurve äußerst seicht ist. Während auf den ersten Seiten einmal kurz das Universum von Infinity angerissen wird, geht es tatsächlich sehr schnell auch zu den Regeln. Corvus Belli hat dabei ein ziemlich gutes System benutzt, um die Spieler an das System direkt heranzuführen. Das Regelbuch umfasst 5 Missionen, die als Tutorials fungieren. Das heißt, dass jede Mission neue Spielelemente in den Fokus rückt. So beginnt man in der ersten Mission mit nur 3 einfachen Soldaten ohne besondere Eigenschaften. Je weiter man in der Missionsreihenfolge kommt, desto mehr Sonderfälle und Spielmechaniken finden Einzug in das Spiel. Dadurch lernt man, entschuldigt den billigen Wortwitz, spielerisch Infinity und sein System kennen. Deshalb ist es auch äußerst ratsam, diese Mission in der angegebenen Reihenfolge zu spielen, wenn man neu im Spiel ist. Damit das Spiel immer ausgeglichen ist, hat man einigen Figuren einige Eigenschaften in den Missionen gestrichen. Das mag vielleicht den einen oder anderen Profi etwas wundern oder vielleicht auch verärgern. Ich denke allerdings, dass das für die Spielbalance in Operation Icedom ganz schön zuträglich ist. Dadurch findet man auch sehr schnell heraus, dass das Regelbuch, das in der Box enthalten ist, nicht den kompletten Regelkomplex, also nicht die kompletten Regeln von Infinity darstellen. Ich denke aber, das ist für den Anfang erstmal ganz gut. Wer dennoch in das Spiel einsteigen möchte, hat natürlich die Möglichkeit, sich das Regelbuch komplett zu holen oder kostenlos zu downloaden. Das gibt es nämlich auf der offiziellen Webseite von Infinity. Ganz besonders interessant ist das folgende Feature für all diejenigen, die noch keinen hübschen Spieltisch haben. Zusätzlich zu allen Figuren aus der Box gibt es nämlich noch ein komplettes Spielfeld, auf welchem man alle Missionen des Buches nachspielen und darüber hinaus das ein oder andere Match bestreiten kann. Die Gebäude und Container sind aus bedruckter Pappe und lassen sich ganz ohne Klebstoff leicht zusammenbauen. Ein Infoblatt zeigt da an, wie es geht. Das Faltposter stellt die Spielfläche dar. Das ist zwar nicht unbedingt perfekt, aber zumindest hübscher als auf dem blanken Tisch zu spielen.
Wenn man schon mal die eine oder andere Partie von Infinity gespielt hat, wundert man sich doch ein bisschen über die Größe des Spielfeldes. Denn 32 x 24 Zoll ist nicht unbedingt groß und die 10 Geländestücke, die damit bei sind, sind eigentlich auch nicht viele, weil man braucht bei Infinity doch ein paar mehr. Nach unseren Testspielen hat sich allerdings herausgestellt, dass das überraschend gut funktioniert. Infinity the Game spielt man mit 20-seitigen Würfeln. Gut, dass in der Box 6 davon enthalten sind. Jeweils 3 für Pan-Oceania und 3 für die Nomads. Auch sind alle wichtigen Schablonen und Marker in der Box dabei, die man zumindest für die 5 Missionen benötigt. Ein wenig seltsam ist hingegen die Schablone zum Abmessen der Reichweite, die wir in unseren Testspielen liebevoll Messpappe genannt haben. Die sollte man zumindest recht schnell gegen ein richtiges Maßband austauschen, denn die Messpappe ist jetzt nicht ganz so praktisch. Als Fazit kann ich nur sagen, dass ich von der Box äußerst angetan bin, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet. Wobei ich allerdings als Kritikpunkt sagen muss, dass der Preis zwischen 80 und 90 Euro jetzt nicht unbedingt in dem Segment liegt, wo man sagt, naja, komm, nimm ich mal eben mit. Wobei, wenn man sich das wieder zu zweit kauft, ist das schon um einiges günstiger und ich muss sagen, dass der Inhalt tatsächlich für sich selbst spricht. Wenn man Operation Ice Storm spielen möchte, braucht man tatsächlich überhaupt nichts anderes besitzen, außer vielleicht einen Tisch oder einen Fußboden, wo man das spielen kann. Denn es ist alles, was man braucht, in der Box enthalten. Von den Würfeln, Maß, Pappe, Figuren und Gelände, es ist alles drin. Das Einzige, was ihr vielleicht noch braucht, ist eine Zange, ein Skalpell und einen Sekundenkleber, um die Figuren zusammenzubauen, aber dann kann es auch direkt schon losgehen. Gerade der Aufbau als Tutorial ist eine sehr gute Idee, weil man dadurch diesen richtigen Learning-by-Doing-Effekt hat und nicht sofort mit ultra-abstrakten Regeln überfordert wird. Operation Ice Storm ist ausschließlich an Einsteiger in das Spiel oder insgesamt in das Hobby gerichtet und genau für diese kann ich das auch tatsächlich vorbehaltlos empfehlen. So, die 8. Folge von Dice ist nun zu Ende. Nein, noch nicht ganz. Sie ist gleich zu Ende. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, euch unterhalten gefühlt habt und vor allem einige Infos mitgenommen habt. Solltet ihr Dice richtig gut gefunden haben, dann empfehle ich euch, Dice doch einfach mal auf Facebook zu adden. Dort findet ihr es unter Dice Gaming. Oder gebt mir bei YouTube ein Abo. Dort findet ihr nämlich alle bisherigen Folgen von Dice, die auf Rocket Beans gelaufen sind und noch mehr Videos zum Tabletop-Hobby. Und wenn ihr richtig gut seid, dann erzählt ihr euren Freunden einfach weiter, wie toll Dice ist. Das würde mich doch sehr freuen. Ja, ich habe jetzt fertig sozusagen und was bleibt mir noch? Ach ja, ich gehe in die Sonne und die ist tatsächlich wirklich da, denn es ist Sommer.